Kampfdemonstration in Berlin unter der Losung: Das revolutionäre Vermächtnis von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg lebt in unserem Kampf für Sozialismus und Frieden. An der Spitze des kilometerlangen Zuges, der sich um 9 Uhr in der Nähe des Bahnhofes Frankfurter Allee formiert und zu den Gräbern der 1919 von der Reaktion ermordeten Arbeiterführer in der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde führt, der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. Gemeinsam mit ihm demonstrieren die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED, Willi Stoff, Vorsitzender des Ministerrates, Hermann Axen, Horst Dohlus, Werner Felfe, Joachim Herrmann, Werner Jarowinski, Heinz Kessler, Günter Kleiber, Egon Krenz, Werner Krolikowski, Erich Mielke, Günter Mittag, Alfred Neumann, Günter Schabowski, Harry Tisch, Inge Lange und Gerhard Schürer. Die stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden Prof. Dr. Manfred Gerlach und Dr. Günter Malleuder, der Präsident des Nationalrates der Nationalen Front, Prof. Dr. Lothar Kolditz und weitere Persönlichkeiten. Tausende Bürger aller Generationen säumen die Straßen nach Friedrichsfelde. Aus dem Spalier beiderseits der Wegstrecke erschallen immer wieder Hochrufe auf das Zentralkomitee der SED und seinen Generalsekretär. Bekunden die Werktätigen ihr festes Vertrauen zur Partei der Arbeiterklasse und zu ihrer Politik. Nach etwa halbstündigem Marsch erreicht die Spitze des Demonstrationszuges die Gedenkstätte. Jedes Jahr im Januar demonstrieren wir zu Hunderttausenden hierher an die Gedenkstätte der Sozialisten, um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu ehren. Wir verneigen uns vor ihrem höchsten Einsatz für Arbeit, Brot und Völkerfrieden. Unsere Kampfdemonstration ist in jedem Jahr eine Bekundung unseres Friedenswillens. Karl Liebknechts entschiedenes Nein zur Bewilligung von Kriegskrediten ist eingegangen in unser entschiedenes Ja zur Entspannung und Abrüstung, zu Dialog und internationaler Zusammenarbeit. Sein Wort: Wenn du den Frieden willst, musst du den Sozialismus bereiten, findet sich wieder in unserer Massenbewegung. Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Es ist für wahr eine deutsche Friedensbotschaft für das neue Jahr, wenn Erich Honecker im Namen unseres Volkes dafür eintritt, die DDR und die BRD atomwaffenfrei zu machen, den Prozess der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung jetzt ohne Pause und ohne jedes Wenn und Aber weiterzuführen. Wir sind in das neue Jahr mit der festen Überzeugung eingetreten, dass es ein weiteres Jahr friedlicher Arbeit wird.
Die Erfahrung unseres Volkes, dass ein sicherer Frieden einen starken Sozialismus braucht, bestimmt auch 1988 unser Handeln.